Hey ho, meine Lieben. Heute, ja, geht hier ein rechter Wind. Momentan geht es gerade wieder, aber immer wieder diese Sturmböen, sage ich jetzt schon fast. Naja, für uns ja zumindest. Genau das meinte ich. Und da habe ich absolut keine Lust, heraußen was zu machen, sondern drinnen. Und was machen wir? Wir machen heute ein Chicken con Carne. Ja, was verstehe ich drunter? Eigentlich wie ein Chili con Carne, aber halt mit Chicken. Und da das letzte Chili con Carne so lecker war, rächen wir uns nach diesem Rezept. Und das Ganze machen wir drinnen auf dem Herd mit dem Topf ohne Füße. Auf geht's! Ich richte schon mal alles her, bis ihr hinterhergekommen seid. Boah, nach dem Wind draußen gehe ich dann doch mal mich bürsteln, aber es gibt eine ganze klitzekleine Planänderung von der Gewürze her, gewürztechnisch. Ich habe nämlich hier noch mein selber gemachtes Chili con Carne Gewürz gefunden und ja, irgendwann sollte ich das mal aufbrauchen und deswegen verwende ich das heute. Ich guck mal, ob ich es noch irgendwo habe, schriftlich, dann tue ich das unten komplett in die Infobox. Es war auch sehr lecker. Aber jetzt gehen wir darüber, schauen mal so, was ich alles an Zutaten da habe. So Freunde, da haben wir schon die Übersicht. Ich habe hier 800 Gramm Hähnchengeschnetzeltes eingekauft. Ja, die haben keine Hühnerbrüste mehr gehabt, deswegen gleich geschnetzeltes. Das habe ich jetzt noch ein bisschen kleiner geschnippelt. Dann so ein Doppelpack 250 Gramm Baconstreifen. Dann haben wir hier 4 Knoblauchzehen, 4 Zwiebeln. Eine ist da drüben, die schält schon mein Schatz. Wunderbar. So 2 Spitzpaprikas, kann man auch eine normale Paprika nehmen. Dann habe ich geschälte Tomaten, eine Dose, passierte Tomaten und ja, noch ganz frische Tomaten dazu. Die schneiden wir dann auch klein. Dann 4 Dosen Bohnen. Ich mische heute mal rote Bohnen und so weiße Butterbeans, also Butterbohnen. Dann habe ich noch zusätzlich ein bisschen Schokolade. Ist zwar hier in der Chili con Carne Mischung schon was drin an Kakao, aber naja, schlecht kann es nicht sein. Gut, ich stelle jetzt aber noch das Fleisch kurz noch mal in die Kühlung, während wir jetzt den Rest alles klein schnippeln. Naja, die Mädels wieder. Du machst das schon wieder ganz einfach, mein Schatz. Gut, dann machen wir das Zeug so klein und die Tomaten guck ich jetzt einmal, was mein Schatz damit macht. Oh Mann, sogar die Tomaten werden mir förmlich aus der Hand gerissen. Ja, dann tun wir unsere Gemüsemischung so komplett in Dutch Oven. Und alles gleichmäßig? Wow. Und alles gleichmäßig, sagst du? Ja, Loco. Ey, das verkocht nachher eh. Was ich vorher vergessen hatte zu sagen, noch eine Zimtstange. Dutch Oven habe ich den FT9 ausgewählt. Da kommt jetzt der Öl rein und dann heizen wir den erst einmal auf und dann brutzeln wir erstmal das ganze Gemüse an. Ja, ich glaube, das wird schon warm. So. Dann hauen wir hier mal unser ganzes Gemüsegeraffel rein. Und dann wissen wir auch, dass es warm wird, wenn man es brutzeln hört. Man hätte jetzt noch mehr Zwiebeln reinschneiden können, noch Chilis dazu. Also, das ist dann was, das bleibt jedem sich selber überlassen, wie er es gerne haben möchte. Aber ich glaube, das reicht jetzt erst einmal. Und wie viel ich im Endeffekt von den Bohnen reinhau, weiß ich ja auch noch nicht. Aber ich glaube eigentlich schon fast alle. Ja, schauen wir mal. Das lassen wir jetzt erst einmal schön anschmurgeln. So Leute, nachdem das alles schön verschmurgelt ist, spiele ich hier den Küchenbonus voll aus und schalte einfach ganz kurz den Herd runter oder aus, dass ich in aller Ruhe hier das Zeug rausfischen kann.
Man könnte es zwar auch auf die Seite schieben, aber ich bin heute der Meinung, das ist fast sinnvoller. Wir tun es kurz raus. Mal schauen, dass wir alles erwischen. Wenn nicht, ist es auch nicht ganz so schlimm. Dann nochmal ein frisches Öl rein. Genügend und das reichlich. Dann kann man schon wieder hochschalten. Bacon rein. Und unser Hähnchen aus dem Kühlschrank holen. Das schmeißen wir gleich komplett mit rein. Wir fangen jetzt gar nicht an mit einzelnen Portionen, weil das so klein gehäckselt ist, sollte es eigentlich auch gut funktionieren. Und dann braten wir das ordentlich an. Was ich gerade draußen noch aus der Speiskohle habe, ist nochmal eine Packung passierte Tomaten. Einfach, dass wir da genügend von haben. Ansonsten, ja, müsste man dann noch ein Wasser nachfüllen und das will ich nicht. Jetzt können wir schon so langsam mal das erste Chili con Carne Gewürz dazu tun. Wie viel insgesamt von dem, das bleibt Geschmackssache, da muss man abschmecken. Aha, das sieht doch schon fast aus wie ein Hack. Also man hätte es noch ein bisschen kleiner schnibbeln können, wenn man wollen hätte, aber ein bisschen was wollen wir ja auch zwischen die Zähne haben. Und da füllen wir jetzt erst einmal den Gemüsebarz wieder ein. Dann die passierten Tomaten. Mit ein klein bisschen Wasser spüle ich die Päckchen noch aus. Der Schwab hat nichts zu verschenken. Oder wie war das? Ja. Dann wucht man noch die Dose mit den Geschälten hinein. Auch ein bisschen ausschwabbern. Flüssigkeit verdampft ja nachher. Den Herd tue ich jetzt mittlerweile schon runterschalten. Tun wir noch ein bisschen Gewürz rein. Am Schluss schmeckt man natürlich noch ab. Hier können wir jetzt auch schon die, ja, rühren wir erst nochmal um. Die Zimtstange mit rein feuern. Und wenn wir eine 100 Gramm Tafel Schokolade haben, tun wir circa ein Drittel rein. Das ist jetzt eine reine Gefühlssache. Ich könnte auch sagen, eine Gefühlsduselei. Okay, 6, 8 Stückchen sind das. Wie gesagt, in meinem Gewürz ist ja schon ein Kakao mit drin. Ich muss jetzt eine Herdstellung finden, wo das schön brodelt oder leicht brodelt. Ja, machen wir mal 5,5. Dabei tun wir einen Deckel drauf. Oh, ist der schmutzig! Na klar, wird ja auch mit Kohlen betrieben, sonst draußen. Und wächst ein, zweimal in der Küche ab und zu mal. Putzig das Ding nicht so extrem von außen. Von innen wird er natürlich immer gereinigt. Ja, ich sehe es einfach nicht ein, für was. Ja Leute, dann hätte ich gesagt, lassen wir das jetzt mal für 60, 70 Minuten vor sich hin blubbern. Jetzt haben wir 17.48 Uhr. Ja, so bis kurz vor 7. Und zwischendrin, irgendwann einmal hauen wir dann die Bohnen mit hinzu. Aber da hole ich euch natürlich wieder dazu. So Freunde, das ist jetzt das Topflappen 18.24. Wie lange ist es drauf? Weiß ich schon wieder gar nicht mehr. Ja.
alle Fälle mal zwischendrin ein bisschen umrühren wieder. Brodeln tut's genug. Wunderbar. Und riechen tut es mal richtig genial. Ja, dann lassen wir es noch eine weitere knappe halbe Stunde so stehen, bevor dann die Bohnen reinkommen. So Leute, 7 vor 7. Es ist soweit. Wir tun unsere Bohnen rein. Jo. Und was jetzt noch an Geschmack fehlt, kann nachher dann noch mit Salz und Pfeffer, wer schärfer haben will, mit Chili, einfach nachgewürzt werden. So lassen wir das jetzt noch für 20-30 Minuten stehen und dann kann gegessen werden. So Leute, machen wir mal ein bisschen größer hier wieder. Gleich 7:30. Ich würde sagen, es ist Zeit zum Essen. Ja, mal nett da hinten, kommt zum Essen. Bitte schön. Wir machen gleich vor der Cam unser Probierle. Obwohl, eigentlich könnte ich mich ja hinhocken. Hui, den Teller halte ich jetzt nicht hoch. Obwohl, bevor ich hier jetzt mitten rumpansch, rumsapper. Ich hab gesagt, du sollst jetzt nicht so heiß machen. Verdammt, das ist heiß. Ja, geschmacklich noch ein bisschen Salz und Pfeffer und hervorragend. Mal ein Hähnchen con carne mit ein bisschen Bacon reingemogelt. Aber wir essen jetzt und nachher sehen wir uns noch zum Fazit. Und wieder mal endet das Fazit hier auf dem Stuhl, weil ich so voll gefressen bin, dass ich keinen Bock habe zum Aufstehen gerade. Oh, ja, wirklich voll gefuttert. Leute, Chicken con carne ist zu empfehlen. Bacon kann man reintun, muss man aber nicht. Es gibt ja auch Leute, die essen kein Schwein. Die lassen dann einfach den Bacon weg und dann passt das Ganze wieder. Aber so, sehr lecker. Wirklich geil. War sehr lecker. Lauter, lauter, lauter. War wirklich sehr, sehr lecker. Okay. Ja Leute, wie gesagt, ich schaue, dass ich noch die Rezeptur für das Gewürz finde. Und dann tue ich die unten verlinken. Ja. Mir hat es geschmeckt, Schatz hat es geschmeckt. Ja, sonst ist keiner mehr da. Haben wir 2 Tage lang was zum Essen. Vielleicht kriege ich ja morgen noch was an Patricia los, aber das erfahrt ihr wahrscheinlich dann nicht mehr. Ja. Ich würde mal sagen, ciao Ikowski, bis zum nächsten Video. Oh.